Hey Leute, herzlich willkommen bei TipTopTube zu diesem neuen Video. Heute hat Mama Geburtstag. Ey, hier sind ein paar Leute mit dabei heute. Ey, hier ist mein Party. Falls ihr fragt, wer hinter der Kamera steht, das ist Andys Freund. Der ist noch nicht zu sehen. Bald vielleicht bei Andy, oder? Ja. Ja, bei dir bald. Gibt's noch mehr? Ja. Also heute Morgen, übermorgen. Genau, wann kommt der? In 3 Jahren war oder? Heute machen wir ein Video. Und das kommt... In 3 Wochen. Morgen! Ja, morgen! Ja, morgen! Also Pfingstmontag. Ja. Auf jeden Fall, schaut gerne vorbei. Wir haben jetzt ein paar Geschenke alle zusammengelegt und der Tisch ist gut gefüllt, würde ich sagen. Mama, alles für dich. Und das ist keine Warte, wir müssen singen. Ja. Das ist typisch. Achso, ich hab 2 Leute vergessen. Guck mal, wer hier noch mit dabei ist. Lala! Die zerlegen den Garten. Irgendwie ist hier ein bisschen der Teppich. Okay, die beiden sind auch da, also Leo und Nala. So, erstmal singen, oder? Ein bisschen. Ash kommt auch dazu. Okay. Meines gehört doch dazu, oder? Papa, fängst du zu? Nein. Ich lass wieder? Wo soll ich denn hin? Ja, Papa, ich kann mal anfahren. Ich guck euch an. Es ist so voll hier irgendwie heute. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Alle gucken auf Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. War das cringe genug? Ja. Guck mal, Leo und Anna sind auch noch dazugekommen. Dankeschön nochmal. Danke. Für dich singe ich doch mal hinein. Alles Gute nochmal. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal so viele Leute hier waren, so zu einem Geburtstagsvideo. Okay, Mama, möchtest du auspacken? Achso, du willst. Ich wollte ihn auch nochmal abnehmen. Dankeschön. Ich zeige mal so lange ganz kurz. Guck mal, wer von wem kommen die Rosen eigentlich auf den Tisch? Ich weiß nicht, musst du Mama fragen. Die kamen von Papa, er hat sie bestellt. Die wurden heute geliefert, heute ist das Samstag. Das ist schon meine Idee, ne? Ich bin durch 43 Gärten gelaufen und hat überall eine Rose abgeschnitten. Er war ein Schrebergärtner unterwegs. Und überall wachsen die gleichen. Nein, heute Morgen hat es an der Tür geklingelt und ich dachte, hä? Aber zu Amazon liefert keiner irgendwie sonntags, ne? Wir hatten hier ein neues Handy gekriegt. Ja. Geil. Ist das dein neues Handy? So, komm, wollen wir uns hinsetzen irgendwie? Ja. Hast du ein neues Handy gekriegt? Wie? Das ist neues Handy. Nein, das ist Angies Handy. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Couch groß genug ist. Und pack einfach so aus. Ja, wie letztes Jahr. Ja, genau. Ist das auch letztes Jahr. Also, ne, dann kommen wir uns. Oder? Mitgeschenkt? Ja, die mitgeschenkt. Genau. Mitgeschenkt gibt es nicht mehr. Die fragen jedes Mal im Video, was sind Mitgeschenke und wieso kriegen die noch welche in dem Alter? Also kurze Erklärung zu den Mitgeschenken. Ein Mitgeschenk ist ein Geschenk, bei dem er hier Geburtstag hat zum Beispiel und der hier dann auch ein Geschenk kriegt, damit er nicht so traurig ist. Also, wo sind die Mitgeschenke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück bitte. Also, Mama, was hast du bekommen? Nächstes Mal. Leute, wisst ihr, wie geil das ist? Habt ihr den extra gekauft irgendwo? Man konnte den gar nicht kaufen bei denen. Wir waren bei Starbucks. Doch. Und Lea, habt ihr den ausgewaschen nachher? Ja? Habt ihr mit Getränk? Das ist ein... Verstehe ich da was nicht? Nein, wir waren... Ja, erzähl du. Okay. Wir waren bei Starbucks, da gab es so eine Becher. Wir wollten... Also Mama meinte, sie möchte irgendwann einen haben gerne. Und wir wollten den fragen, ob wir den so kaufen können. Dann meinten die, dann halt mit Getränk so. Dann haben wir es nicht gemacht. Und jetzt haben wir es letztens geholt. Als cool ist das denn? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Dankeschön. Was willst du damit? Trinken! Du kannst selber trinken. Das voll. Ist so geil. Man kann aus jedem Becher alles trinken. So Becher Nein, aber ich finde den cool einfach. Gab es den noch größer? Ist das anders als aus einem anderen Becher zu Also trinken? Ja, aber die sind immer ausverkauft irgendwie. Ja. Achso, okay. Erstes Geschenk ist gelungen. Ja. Das ist, ob man da ist, ne? Aber sie hat den. Hast du das gerade gesehen? Sie hat nochmal da reingeguckt, wo der Gutschein ist. Nein, oh Gott. Was ist der Gutschein? Lass mal ganz kurz hier was ausfangen. Das ist so cool. Ich habe mich so gefreut über dieses Tablett. Die Kinder brachten das vorhin runter. Was ist das? Weiß ich nicht. Pack's aus. Voll schön eingepackt. Ich hoffe, du hast es dann nicht geholt. Nee, dieses nicht. Was ist das? Das ist von L'Oreal Secret Body Spray. Also ich habe das von Angie nachgekauft. Das ist richtig mega, was sie hatte. Deswegen haben wir 2 Sorten. Die eine ist richtig eklig. Mhm. Es gibt noch mehr. Was möchtest du sagen? Was ist ein Body Spray? Das ist so eine Art Parfüm. So bloß nicht Parfüm, Angie, sondern Body Spray. Kennst du schon? Gut erklärt. Du sprühst einfach auf dich drauf.
Ja, einfach damit du so gut riechst. Also auch so ein Parfüm. Ja, ja, genau, genau. Halt nicht so. Vielleicht eher für Klamotten so. Ja, genau. Also eigentlich besprüht. Und sogar, ich besprühe mich ja im Schlafzimmer damit und die ganze Tagesdeckung so. Jetzt riechst du auch so. Ich weiß hier nicht. Nein, das riecht gut. Echt doch? Ja, ich will nicht verschwenden. Aber ey, es riecht gut. Oh, es riecht so gut, wirklich. So es riecht echt den ganzen Tag danach. Das ist so cool. Dankeschön, Kinder. So, jetzt noch ein Geschenk. Das hier ist der Gutschein. Das ist der Gutschein, ne? Natürlich. Ich hab. Yeah. Das ist so cool, das ist Lidschattenpalette. Ah. Die ist richtig mega, die hat so schöne Farben. Meine Schwester hat sie auch mal gehabt. Hier werden Anweisungen gegeben. Nee, ja. Anweisungen. Oh, guck mal, hier ist. Das gab es auch noch nicht, ne? Oder? Oh, guck mal, voll schöne Farben. Also, ich mag diese Farben total gerne. Guck mal. Ohne Glitzer diesmal. Richtig schöne Farben. Oh, das sieht ganz cool. Das ist richtig cool. Okay. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das an dir aussieht. So jede einzelne Farbe. Du verarscht mich. Man verarscht mich voll. Das ist voll gut. So, was ist das nächste? Das ist so mega, Leute. Guck mal, die Kinder haben mir solche, bei Depot waren die shoppen ohne mich, solche Becher geholt. Mit einem goldenen Strohhalm aus Metall. Nee, wie nennt man das? Irgendwie so. Ach, Metall, genau. Das ist ein Strohhalm. Dann diese wunderschöne Blume. Ich hatte mich zusammengerissen, habe sie mir nicht gekauft. Eigentlich war ich nah dran, habe aber nicht gekauft. Und so eine richtig schöne Kerze. Ma? Duftkerze. Ja, aber eine richtige Shopping-Tour. Richtig cool. Ha? Wir haben eine richtige Shopping-Tour gemacht. Ja, cool. Also, und das Tablett. Brandschutzgefahr, ne? Hm? Brandschutz, nee, die ist einfach mal drin. Ja, aber. Musst du aufpassen. Der Deckel ist nur zum Ausmachen. Ja, man kann sie aber nachher. Guck mal, man kann sie rausholen. Ja. Hier ist noch eins. Ja, ich weiß. War cool. Auf jeden Fall, ich habe mich so gefreut. Von meinem Schnucki habe ich heute eine Powerbank bekommen. Die. Also zu den Rosen gab es natürlich so eine Powerbank. Ich brauche sie unbedingt, weil mein Handy dauernd leer ist. Die ist richtig cool, sogar mit Licht. Guck mal, ich zeig's dir mal kurz. Licht? So ein ja. Hier, Solar. Ja, man kann die an Solar laden. Ach, aber dann, wie geht die an? Wieso geht sie jetzt nicht an? Ja, guck mal. Mit Licht, das ist eine Leselampe. Genau, kannst du das Handy anschließen und lesen. Richtig mega, das Ding. So eine Prozentanzeige? Ja. Oha. Die ist richtig gut, die Powerbank. Und die lädt auch recht schnell. Ein Regenschirm. So ein Knipser. Warte mal, kurz, da musst du ein bisschen mehr zu erzählen. Ne? Ja. Gab es bei allen noch im Video. Soll ich mal auspacken? Ja, natürlich. Na gut, dann packen wir mal aus. Ja, dann mach du. Ja, du musst nicht hier nur auf den Knopf drücken, ne? Warte, ich drücke jetzt auf den Knopf, explodiert gleich irgendwas. Ja. Nein, alles gut. Also er geht gleich hoch. Ah! Ich auch. Mit dem Schirm, da bleibt man halt nie im... Ich lass dich nie im Regen stehen. Der ist größer als erwartet. Der ist gut. Genau, also, mit Knopf drückt wieder zu. Ja. Ja, aber Kopf weg, Augen weg, alles weg. Vorsicht! Ja, von alleine rein. Ja! Oh, was? Wow. Das ist mega. Ja, glaubst du, es gibt hier so einen altertümlichen Krams von mir? Ja, ich dachte, ich habe. Schnucki, gab es auch andere Farben davon? Ich nehme jetzt zusammen schwarz, sie. Ne? Da musst du nochmal raufdrücken. Boah, wow, das Ding ist ja übel. Ist krass, ne? Wünsche ich mir auch. Man kann den gut in die Tasche stecken. Du meinst, dass es zu schnell geht? Ja, ja, der muss ja irgendwie auf die Spannung irgendwo her aufbauen, ne? Ah. Einfach ein Regenschirm. Das ist mega. Ja. Okay, pack jetzt mal das nächste. So zu Silvester so. Jetzt sind drei. Falls wir wieder nicht knallen dürfen. Ah. Yeah! Ja, Leo, das kennst du noch nicht. Was ist denn das hier? Guck da. Leg mal hin, leg mal hin. Yeah, das ist meine Lieblingsmarke. Leg mal kurz auf den Ding. Wunderschön, guck mal, ich hab Flipflops bekommen. Warte, was für Moment fliegt. Passen die? Ja. Sicher? 38 passt. Ist die nicht angezogen? Nee, aber ich sehe das so. Okay, alles klar. Das ist richtig mega, die ziehe ich gleich an. Mach mal, wenn die passen, dann passen die. Passt. Ja? Richtig cool. Dankeschön, Leute. Wir haben vorhin schon mal so Schilder dran gelassen, alle. Ja, nein, passt. Dankeschön, Leute. Dankeschön, Kinder, Willi, alle. Bitteschön. Hast du alles ausgepackt, was du auspacken sollst? Ja. Ah, nee, warte mal, wir haben noch was vergessen. Oh, eine Sache habe ich noch vergessen. Warum weißt du, dass ich es vergessen habe? Weil ich schon ungefähr weiß, was es sein wird. Und zwar, ja, ganz kurzer Funfact, die Sache habe ich bestellt, Mama hat sie angenommen. Und jetzt weiß ich, was es ist. So von da. Ich sag mal, was es von dir ist. Okay, ist es von Ash? Komm mal mit. Und zwar
Ein Outdoor-Teppich. Sehr schön, sehr schön. Warte, geh mal davor. Mama, ich habe noch ein Geschenk für dich. Ein Geschenk von Ash. Oh, danke schön. Fliegender Teppich. Fliegender Teppich. Danke schön, Luigi. Pack den aus. Also, so ein Teppich wünsche ich mir schon seit 2 Jahren. Ein Jahr. Wie lange habt ihr den schon? Also ein Jahr ungefähr. Die Kinder haben den oben. Das ist so ein Ash, hast du den gekauft? Bei, den finde ich jetzt total gut. Amazon. Ah, und der ist richtig schön. Das ist so ein Bobo-Teppich, der ist auch für draußen. Und könnte mich noch kümmern, dass Mama mal von mir den Teppich präsentiert bekommt. Hast du ja auch ausgesucht, ne? Super. Tada! Er muss sich nur ein bisschen auslegen. Ey, der ist ja echt inspiriert bei uns oben. Ah, ja, genau. Das habe ich ganz oft, die Inspiration von oben. Ja, und wir von unten. Manchmal. Wir inspirieren uns irgendwie gegenseitig. Muss man unter einem Teppich erstmal so ein bisschen ein paar Tage liegen lassen. Ja, genau. Wir wollen den einmal auch gleich umlegen. Gefällt er dir? Sehr. Der ist so schön. Als Picknickdecke oder wofür ist der? Ha? Outdoor-Teppich. Outdoor-Teppich. Auf der Rasen? Kommt einfach vor die Couch. Vor die Couch. Nein, das ist ein bisschen größer. Auf die Terrasse da. Auf die Terrasse da. Also kannst du auch zum Picknick benutzen. Kannst du einfach hier stehen. Ich kenne das nicht so, dass man so einen Terrassenteppich hat. Doch, das ist Innenseite. Ja, das ist, ja, guck mal, da kannst du ein bisschen älter. So. Ja, genau. Alles ausgepackt jetzt? Ja, oder? Ja. Jetzt geht's, würde ich sagen, zum Essen. Es ist jetzt kurz nach halb, also in 10 Minuten fahren wir los. Oder ja, auch genau. Essen jetzt gleich. Für uns, die Hunde kommen. Für uns geht's ja noch zum China-Restaurant. Ja. Wir hauen rein. Dann warst du ja erstmal von uns. Wollen wir kurz süß sagen? Ja. Lasst einen gerne Daumen nach oben da. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über eure ganzen Geschenke. Bitte. Also, ich würde sagen, lasst gerne Daumen nach oben da. Hey, warte mal ganz kurz. Ja. Also alles weitere zu deinem Geburtstag. Ach ja, kann man denn wo sehen? Bei mir. Nein, bei Mama. Ihr macht gar keine Videos dazu? Nein, du hast ein Video gemacht. Also alles weitere zu dem Geburtstag kann man denn bei meinem Kanal, auf meinem Kanal sehen, Adi Habibi, da geht's los mit dem Geburtstag. Und bei dir geht's dann weiter mit dem Geburtstag bei Maryland. Und Leo macht den was war das jetzt? Wirklich nur die Bescherung. Der hier ist nur die Bescherung. Zeig mal ganz kurz Leo. Nur ganz kurz. Sein Teppich jetzt. Jetzt hat er aufgehört. Er hat sich gerade drin gewälzt. Was hat er? Na gut, also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Das sieht gut aus. Weiß mit Stäbchen am Essen geht nicht so gut. Doch, das geht. Weiß. Ja, geht. Du musst so. Das wird ein Stäbchen. Dann hast du so einen Haufen auf dem Stäbchen. Das funktioniert. Also man geht da so drunter und dann. Okay, wo kann ich auch da arbeiten, glaube ich. Wo das Besteck ist, auch ja. Und Marie ist auch wieder da. Yeah! Guck mal, mein Teller. Ich hab da noch keine Saat. Glaub ich auch. Die Handschuhe sind zu klein. Was hast du denn jetzt, Schicky? Die Handschuhe sind zu klein? Ja. Ja. Direkt ein Fleisch paniert mit Soße. Ah, lecker. Also, guck dir das jetzt, so sieht mein Teller aus. Ich hab kein paniertes Soße gefunden. Wie habt ihr da was gehabt? Schmeckt nicht? Ist nicht okay, so. Okay, dann hat sich's erledigt. Okay, also ich habe gebratenen Reis, dann sind hier Garnelen, Zimtbüsche, dann habe ich so überbackenes Gemüse, habe ich auch gesehen. Mhm. Ist lecker, ne? Ja. Und also Hühnchen. Wie du das machst, ist egal. Guck, wie du das so selber hältst. Der bleibt. Der andere ist eigentlich starr, den bewegt man gar nicht. Das ist auch nicht so richtig stabil, ne? Man muss immer so ein bisschen nachhalten. Und ja, passt nicht. Nimm mal den oberen.
Lose so zwischen Daumen und Zeigefinger. Ich also. Was ist denn noch? Willi übt jetzt hier mit Stäbchen essen. Ja. Haben wir nichts drauf? Passt. Doch. 36, okay? Frag doch mal kurz den Fußmann hier. Ob man das so richtig einstellen, hält. Einmal einstellen. Wie man das richtig hält. Das ist nicht verstanden. Ich glaube auch nicht. Sah nicht so aus. Das wird jetzt. Im Grunde hältst du das wie ein Stift, Willi. Ja. So, bei mir gibt es jetzt hier Ente, nachdem das vorher Huhn gewesen war. Und jetzt drehen wir ganz kurz mal zu Ash rüber. Ich glaube, er hat da drei Teller. Ja. Kann das sein? Der eine ist wegen dem Braten. Ja. Jetzt schauen wir hier rein. Jetzt lassen Kinder die Getränke weg. Ja, ne? Und die Mandy. Ja, vielleicht fliegen erstmal die ganzen Gläser runter. Also Zwiebel oder Wacken schmeckt überhaupt nicht. Ja, willst du den Schütter hier noch drehen? Das ist ein Drehbogen. Papa, hast du probiert? Also, mal schön, ne? Nein, noch okay. Ich hab die Migräne. Das ist Mathe, ich ist aber nicht so meins. Ja. Und auch bei euch im Magen. Ja. Nein, man kaut sie ja. Ja, das sind alle so gut wie Saat. Sitt und Saat. Was ist das denn? Oho. Ja, stimmt, dein Dings-Video. Dein Handy. Oh. Papa Willen. Zum Himmel. Hat das bei dir auch so geflackert? Nein. Aber es flackert auch in Real Life. War denn die Ente? Hier ist die Ente, ne? Oder? Ist die Ente? Ja. Kommen die sogar so in den Buffet nach Hause. Das ist cool, ne? Ich hoffe, die werden sich freuen. Ja.